Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let It Die. Wir sind immer noch in unserem ersten Run, wir wurden wiederbelebt, glücklicherweise. Meine Schusswaffe hat noch 7 Munition und würde gerne herausfinden, wie man nachlädt. Wie lädt man nach? Was auch immer das ist. Ja, nachladen kann man wahrscheinlich erst, wenn die Munition leer ist. Ach, hier ist die Karte. Cool. Es gibt eine verschlossene Tür und eine offene. Haben wir die verschlossene gerade gefunden? Ich glaube schon, ne? Hallo König. Königspiech. Gut. Wie hieß du nochmal, Frosch? Einmal in die Tasche packen. Was haben wir denn hier? Ah, Loot. Ich liebe Loot. Deswegen liebe ich dieses Spiel, weil es Loot gibt. Ich liebe jedes Spiel, wo es Loot gibt. Oh, ein bisschen Geld. 866, das ist mehr als ein bisschen. Das ist das Geld, was wir, glaube ich, in diesem Run schon verdient haben. Das spart uns sehr viel Haltbarkeit. Das Bügeleisen hat auch Munition. Okay. Jetzt wahrscheinlich können wir mit dem Dampf Schaden machen, ne? Wir machen mit dem Dampf Schaden. Ah. Ist ein bisschen Range. Okay, ist jemand gestorben? Ach, das ist Endstation. Also es ist wichtig, die Level ordentlich zu untersuchen, um wirklich jeden Loot zu bekommen. Wir werden auf jeden Fall später zurücklaufen. Explosion, oh. Um die andere Tür zu nehmen. Falls ich auf mehrere Gegner treffe, werfe ich den Pilz entgegen. Boom, macht's dann. Arms. Ach, hi. Hört ihr eine Schusswaffe? Ach, das ist ja lächerlich, was du da hast. LOL. Keine Arme, keine Kekse, würde ich sagen. Weißt du was, der kann mir eigentlich gar nichts. Nur ein bisschen blöd, dass ich, dass die Waffe wechseln ein bisschen schwerer geht. Ganz ehrlich, das ist die jämmerlichste Waffe, die es hier gibt, glaube ich. Vielleicht wird die später ein bisschen besser, keine Ahnung. Feuerwerfer. Ja, theoretisch können wir ja zwei Waffen gleichzeitig nehmen, ne? Was haben wir denn hier? Lift. Der Turm der Barbs hat nicht nur Rolltreppen, sondern auch Lifts. Zum Beispiel den Königslift von HD Express. Es gibt auch ein System aus seltenen Zwischenlifts, die nur bestimmte Etagen des Turms verbinden. Mehr Informationen über HD Express findest du in Barbs Bibel. Ein- und Aussteigen. Wenn du im Turm einen Lift findest, dann stelle den Schalter auf ON, wie ON zum Beispiel, damit der Lift auf der Etage halten kann. Wenn du das getan hast, kannst du für ein paar Meuchelmünzen in den Lift steigen und in die Etage zurückkehren. Wenn du einen stressfreien Aufstieg im Turm willst, solltest du vielleicht mit dem Lift ins Wartezimmer zurückkehren, um dich zu stärken. Königslift. Den Königslift können HD-Express-Mitglieder kostenlos benutzen. Bitte teile Miss Torai mit, in welcher Etage du fahren möchtest. Vielleicht ist dieser menschliche Kontakt das Highlight auf deinem Abenteuer. Ich kann den Lift aktivieren. Ich kann jetzt den normalen Lift nehmen oder den Königslift oder auch nicht. Königslift ist für mich zu. Ich dachte, ich habe einen gratis Tag bekommen. Ich kann zurückgehen, um mich zu stärken, um Sachen zu kaufen, Pilze zu kaufen und hast du nicht gesehen. Um meine Gegenstände zu verkaufen, die ich jetzt habe. Und da geht's Richtung Movak. Also ich renne gleich auf jeden Fall zurück. Soll ich? Ja, ich gehe noch nicht zurück. Was soll ich denn da? Ich meine, ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Vielleicht sollte ich mir irgendwie Munition oder Waffen kaufen. Geht das? Wir gucken mal runter, was geht. Ach, ich habe nicht unendlich Ausdauer. Toll. Ich dachte, ich kann unendlich laufen. Komm, gehen wir für 120 in den Warteraum. Es ist auch nicht die Welt. Wir können 40.000 tragen. In einem Run, von daher. Passt.
Machen wir, ich werde das den ganzen Tag heute aufnehmen. Ihr werdet höchstwahrscheinlich in einem Monat noch Videos von diesem Aufnahmetag sehen. Welches Spiel gefällt mir so sehr? So, getötete Feinde 0-0. Weiß ich, ich habe doch Feinde getötet. Ist nicht verwirrend. Was? Ja, die zeigen da, wie ich gelaufen bin. LOL. Was ist das cool? Nächste Gegend freigeschaltet. Ah, okay. Sachen eingesammelt, Leute getötet. Finde ich cool. Man kann sich hier angucken, was passiert ist. Wie verwirrt ich durch die Gegend gelaufen bin. Guckt es euch an. Okay, da war der geile Lift, den haben wir gefunden. Da bin ich gestorben. Das ist mein erster Tod. Ausrüstung gewechselt, ja, ja. So kann man das auch nennen. Ah, ich kann's sogar überspringen. Na gut, überspringen wir das. Aber das finde ich lustig. Finde ich lustig. Man kann genau sehen, was man gemacht hat. Man kann drüber reden, wenn man irgendwas richtig Cooles erlebt hat. Du hast Post. Ja, ich hab Post. Oh. Mingo Head. Was ist jetzt passiert? Wieso hab ich Stuff bekommen? Yeah, baby! Gib mir wieder eine Schusswaffe. Die war cool, die du mir gegeben hast. Oh, ich hab was übersehen, oder? Nein, das ist der Mingo-Head. Mingo-Kopf! Wieso wechselt ihr die ganze Zeit die Sprache? Mingo-Kopf ist eine Kämpfer-Trainingsmaschine in diesem Spiel. Ein besonderer Charakter, der den Spieler immer begrüßt, wenn er zum Warteraum zurückkehrt. Er sieht aber nicht nur gut aus, sondern ist ein hilfreicher Charakter, der den Level deiner Kämpfer für dich erhöht. Erfahrung, du hältst RP, wenn du im Turm Feinde besiegst und Pilze isst. Durch Sammeln von EP kannst du das Level deines Kämpfers steigern. EP können nur von dem Kämpfer benutzt werden, der sie gesammelt hat. Level aufsteigen. Bei Rückkehr ins Wartezimmer absorbiert Mingo-Kopf alle Meuchelmünzen und Espilitium. Hast du genug EP für den Levelaufstieg, kannst du die Punkte auf deine 6 Werte aufteilen, um stärker zu werden. Ah. LP-Punkte, Lebenspunkte, Einfluss, bla bla, okay, Glück. Was brauchen wir? Ausdauer. Einfluss auf dein Maximum-Level deiner Ausdaueranzeige. Ich habe keine Ausdaueranzeige gesehen. Glück. Einfluss auf die Menge der Meuchelmünzen, die du bekommst und Chance auf einen kritischen Hit, wenn du angreifst. Wenn du abbrichst, kannst du jederzeit weiter deine Level steigern, indem du auf die Maschine zugreifst. Ich verstehe. Die Runs sind anscheinend doch länger als erwartet. Höchstwahrscheinlich geht ein Run doch über mehrere Stunden oder Tage. Und der Turm ist sehr, sehr hoch. Aber wenn du stirbst, fängst du von vorne an. Werden wir eines Tages die Spitze erreichen? Man weiß es nicht. Hey! Heißt das, ich kann das erst in 20 Stunden öffnen? Oder um 1924. Keine Ahnung. Egal. Oh, was haben wir denn hier? Büffelbank. Dies ist die Bank, in der Meuchelmünzen aus Schatzkisten, die du nach Siegen bekommst, aufbewahrt werden. Sie werden automatisch zur Bank geschickt, wenn du in den Warteraum des Turms zurückkehrst. Wenn du in einem Laden der Meuchelmünzen akzeptiert einkaufst, werden sie von deinem Konto abgezogen, genauso wie der Preis von Sachen, die du verkaufst, deinem Konto zugefügt. Also musst du nie selber Münzen aufheben oder einzahlen. Ach, cool. Ah, wenn ich hierher zurückkomme, werden meine Münzen hier eingelagert. Okay. Was ist das? Espilitium-Tank. Es gibt viele Feinde in diesem Spiel, aber wenn du einen Hater besiegst, erhältst du Espilitium, das in diesem Sarg gespeichert wird. Wenn du aus dem Turm in den Warteraum zurückkehrst, wird es automatisch in deiner Bank gespeichert, genau wie Meuchelmünzen. Espilitium wird für F und E von Ausrüstung und zum Ausbau deiner Basis eingesetzt. Ah, eine Basis? Das hier wahrscheinlich, ne? Was ist das denn? Fluchtpunkt. Am Fluchtpunkt Brunnen in der Mitte deines Warteraums kannst du das Spiel aussetzen und in die Hated Arcade zurückkehren. Das Wasser des Brunnens heilt auch deine Wunden und gibt deiner Seele Frieden.
Der Karte, in der du gerade bist, in Takahashi nicht gesehen, dem Shuki-Bezirk von Tokio, der offizielle Death Drive 128 ist hier installiert. Onkel Tod, Alter unbekannt. Hobbys sind Skateboarden, Videospiele und Golf. Nennt den Spieler Senpai als Zeichen des Respekts von Gamer zu Gamer. Wenn du mit ihm redest, wird das Death Drive 128 aktiviert, mit dem du das Spiel fortsetzen kannst. Meijin, 21 Jahre alt, ein Profi-Gamer und das offizielle Gesicht des Death Drive. Er ist begabt in vielen Spielen und hat dieses hier schon 6-mal durchgespielt. Er spielt, weil es ihm Spaß macht und hilft dem Spieler mit kleinen Weisheiten, während sie das Spiel spielen. Naomi Detox, 17 Jahre alt, eine typische Highschool-Schülerin, die am Tresen der Hated Arcade arbeitet und dauernd in ihr Handy glotzt. Wenn du den Death Drive kompatibel Laptop D-Mate auf dem Tresen öffnest, kannst du in Game Quests annehmen. Mutter Barb, ein Gerät, das eine Dioramaführung zum Turm der Barbs anbietet. Es zeigt Infos und Erklärungen zum Turm der Barbs, je nach Fortschritt im Spiel. Aha. Heißt das, ich kann hier abspeichern? Ich meine, wenn der Turm wirklich so riesig ist, muss man doch auch abspeichern können. Kämpfer, Kühltruhe. Der Charakter, den der Spieler in diesem Spiel bewegt, wird Kämpfer genannt und du kannst mehrere auf einmal besitzen. Sie werden in der Kämpfer-Kühltruhe aufbewahrt. Kampftyp. Der Spieler kann B-Kämpfertypen in diesem Spiel steuern. Jeder Typ hat unterschiedliche viele Abziehbilder und Plätze in der Todestasche und entwickelt sich im Laufe des Spiels anders. Die anfangs angelegte Maske ist auch vom Typ zu Typ unterschiedlich. Allrounder. Alle Fähigkeiten sind ausgeglichen, jede Eigenschaft kann gleich gesteigert werden. Stürmer, spezialisiert auf Nahattacken, LP und Stärke, haben Prioritäten. Verteidigung, Angreifer, Schießer, hast du nicht gesehen. Wie denn? Du kannst nur einen Kämpfer aus dem Kühlschrank auswählen und mit dem derzeitigen Kämpfer wechseln. Du kannst Kämpfer auf Expedition schicken, damit sie andere Spiele angreifen. Kämpfer auf Expedition werden Jäger genannt und sie können Meuchelmünzen, SP, Lithium und Ausrüstung erhalten, wenn sie zurückkehren. Wenn Jäger mit in Chukufunushu, hast du nicht gesehen, Entwickler Ausrüstung ausgestattet sind, sinkt ihre Haltbarkeit im Kampf nicht. Wenn du jedoch andere Ausrüstung einsetzt, verringert sich deren Haltbarkeit allmählich. Wie stark hängt von der eingesetzten Ausrüstung ab? Achte auf rote Namen. Wenn du einen Kämpfer mit einem roten Namen siehst, dann handelt es sich um einen Jäger, der auf dich angesetzt wurde. Räche dich an ihm, wenn du ihn findest. Du kannst hier Titel des Kämpfers ändern und Abziehbilder zuordnen. Du kannst auch die Todestasche des Kämpfers und die Lagerkiste organisieren. Kämpfer, die du nicht mehr benötigst, kannst du entsorgen. Du erhältst in diesen Kämpfen gespeicherte SP-Lithium zurück. Kaufe Kämpfer. Wenn in der Kühltruhe Platz ist, kannst du dir im Kämpferdepot am dort installierten Monitor neue Kämpfer kaufen. Mit Meuchelmünzen kannst du eine Hater-Rettung beantragen. Das ist zwar teuer, aber damit kannst du verlorene Ausrüstung und Waffen zurückhalten. Ah, Kühltruhe. Aha, das ist der, den ich gerade habe, oder? Das ist ein Allrounder. Kann wechseln jederzeit. Expedition. Kämpfer-Setup. Ah, hier sind die verschiedenen Charaktere, die ich angreifen kann, oder was? Zuletzt gesehen? Waren das alles Spieler, die ich gesehen habe? Wäre krass. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ich lasse es erstmal. Okay. Gehen wir mal zurück. Hätte jedes Mal eine neue Brille an. Sorry. Du, ich auch. Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht, was hier abgeht.
Ich bin gespannt, wie das Ganze hier abläuft. Man muss erstmal natürlich lernen, das Spiel. Oh, you playing that? Well, let me know if you have any questions. I'll give you some tips, if I have the time. Wie speichert man? Mother Barbs. Keine Ahnung, was da abgeht. Thank you for listening to this Pilz? Ich hab keine Ahnung. Ist mir scheißegal. Gehen wir hier raus. It's not about how many times you die, it's about how many times you try. Oh damn. Rhyming feels good. Jetzt wieder neue Brille an. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir hier sind, speichert das Spiel. Und wenn wir im Dungeon rausgehen, sind wir tot. Wo habe ich denn Post? Wollt ihr mich verarschen? Welcome. Our express service is all you need to climb the tower. Bring me the materials and blueprints. And I'll make anything. However, I'll be needing some of your things in return. I use that energy to make the goods. Get it? Okay. Kaufen kann ich nichts, aber ich kann Sachen verkaufen. Zum Beispiel ist das hier fast kaputt. Ja, verkaufen. Du hast keine Munition mehr. Ist auch so gut wie leer. Ja, der scheiß Raketenwerfer ist sowieso nutzlos. Da geht's auch bald zu Ende. Also sieht nicht gut aus, ne? Ich bin gespannt, wie wir hier weiterkommen. Ja, tatsächlich. 19 Stunden können wir das öffnen. Fahrstuhl. Gehen wir erstmal zurück. Im Endeffekt, keine Ahnung, hat das nicht viel gebracht. Gab es nicht irgendwelche Attribute, die wir boosten hätten können? Egal. Wir müssen das Spiel erst noch verstehen. Wir müssen lernen. Lernen müssen wir das Spiel. Und das, an Roguelite-Titeln liebe ich das, dass man Spiele lernen muss. Wir wissen nämlich nicht, was abgeht, wir kennen die Tricks nicht, wir kennen einfach gar nichts und ich finde das spannend. Ich finde das spannend, deswegen habe ich damals Diablo 2 geliebt, weil ich die Gegenstände nicht kannte und dann kannte ich sie irgendwann und wurde es langweilig, genauso wie mit The Binding of Isaac. Am Anfang war das sehr aufregend und später irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie geht die Aufregung zurück. Levelaufstieg an der Basis möglich. Ja komm, gehen wir nochmal runter. Da brauchen wir Kohle. Jetzt haben wir uns wenigstens überall schon mal durchgelesen. Wir kennen die verschiedenen Sachen. Ja, wir haben nichts erreicht. Komm, ich weiß doch. Gebiet Anfang, Gebiet Ende. Achso, er lädt noch. Ach, ich kann sogar zoomen. Die Karte kann ganz schön groß werden. Und jedes Mal, wenn wir zurückgehen, ist die Karte weg. Was bedeutet, dass die Gegner auch wieder da sein könnten. So, wie läuft das jetzt mit dem Levelanstieg? Fähigkeiten prüfen. Oh, ich könnte Fähigkeiten haben. Eines wunderschönen Tages. Ja, wo kann ich mein Level up? Okay. Ich kann mich tanky machen. Kann es aber auch lassen. Was kann ich denn alles machen? Ich habe ca. 5 Punkte frei. Ich werde ein bisschen was in Kraft setzen. Ein bisschen was in Leben und ein bisschen was. Achso. Kraft. Wir haben Kraft und Stärke.
Level 6. Ebeben. Verdammt viel Ausdauer. Naja. Ah, EP kosten. Ah, das kostet EP. Okay. Ja, komm. Stärke haben wir maximiert. Für die maximale Power. Und wahrscheinlich ist das hier die Post oder was. So, wir sind stärker geworden. Wir gehen wieder hoch. Ich werde hier ein bisschen was rausschneiden müssen, sonst haben wir jetzt 20 Minuten lang nichts gemacht. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Was mich ein bisschen verwundert ist, dass wir einfach noch keine Klamotten haben. So, wir gehen jetzt in den geheimen Raum, den wir freigeschaltet haben, den wir aufgebrochen haben. Ich habe doch mein Level abgemacht, oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, die leben wieder. Oh, Level 1, wie süß. Gib mir deine Sachen. Habt ihr das gesehen, die kleine Cheaterin? Okay, ich hab's verstanden. Boom! Das ist die Stärke. Und die macht glühendes Eisen. Sehr schön. Jetzt haben wir uns schon mal das Eisen wieder. Alle wieder leben. Den habe ich weggerackt, Alter. Woo. Oh Gott, wie viele hier sind. Au. Oh fuck, ich bin wieder. Greift euch gegenseitig an, genau. Okay. Nein! Und ich mach jetzt die Waffe leer. Das ist mir sonst ein bisschen. Ach, verdammt! Ja, wenigstens schlagen sie sich gegenseitig. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Wieso sind hier 4 Stück? Ich darf das nicht mehr versuchen. Ich bin tot. Ich bin so richtig tot. Nein! Das Nachladen. Oh ja, tötet euch gegenseitig, bitte. Yeah, Raserei, Alter. Okay. Die Waffe verkaufen wir, weil die scheiße ist. Das Bügeleisen. Angriff bleibt dasselbe. Ja, packen wir erstmal ein, ne? Bügeleisen haben wir schon mal. Gib mir doch Klamotten! Was stimmt mit euch nicht? Verdammt, ey. Ich habe noch zwei Schuss. Okay, damit haben wir gelernt, dass sich das Level auf jeden Fall resettet, wenn wir runtergehen. Ah, das ist meine Ausdaueranzeige. Hier geht's ins nächste Level. Hä? Ich wollte doch den geheimen Raum öffnen. Verdammt. Ja, ist ja gut. Schimmerherz. Der dreht mein Herz komplett durch. Nur weil ich ein bisschen laufe. Das heißt aber auch, dass der Loot wieder resettet werden muss, ne? Oh, diesmal waren Münzen drin. Kein Frosch. Okay, also ist auch nicht so wichtig, wenn wir irgendwie mal eine Gegend überspringen. Oh, Rüstung. Was habe ich denn jetzt angezogen? Ich wollte in die Todestasche. Gorilla-Körper. Körperpanzerung. Sie ist unsichtbar. Lol. Ich will doch Klamotten anhaben. Na egal.
Oh, das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Nein. Ach, verdammt, jetzt habe ich es verpasst. Ja, ist ja gut. Oh Gott. Sie hat mich getötet. Death was totally gruesome amazing this time too. Nein. Oh, I see. That's too bad. Sometimes such decisions are necessary though. Wir haben jetzt nicht wirklich viel verloren. Wir müssen das Spiel lernen, deswegen habe ich jetzt mal nein gesagt. Ich meine, ich könnte auch meinen Kämpfer wieder auferstehen lassen, aber ich denke nicht, dass wir so viel erreicht haben, dass es sich lohnen würde. Somit war das unser erster Run. Mit diesem Charakter, ich finde das Spiel richtig, richtig spaßig. Ich hoffe, ihr auch. Und habt wirklich viel Spaß mit diesem Spiel. Ich werde es öfters bringen, weil es mir so viel Spaß macht. Aber zwischendurch kommt natürlich auch was anderes noch. Das heißt, erwartet es nicht jeden Tag. Aber es ist auch lustig. Es ist auch lustig. Wenn ihr eine PlayStation 4 habt, ladet es euch runter. Und vielleicht können wir da irgendwas machen. Vielleicht lernen wir noch, wie wir gemeinsam interagieren können. Das wäre doch cool, wenn ich plötzlich euch treffe und ihr und ich gegen euch kämpfen muss. Wie cool wäre das denn? Ich frage mich, ob das... Ist das eigentlich so, wenn man jemanden in der Freundesliste hat und der das Spiel spielt, dass man ihn trifft? So. Standby. Hater. Infiziert. Bergungsauftrag. Der infizierte Kämpfer muss gerettet werden, bist du sicher? Ach, Lea, hier kann ich einen neuen Kämpfer holen. Wir holen uns mal einen neuen Kämpfer. Und weil es sich gehört und ich nicht sexistisch bin, schnappen wir uns nämlich ein Weibchen. Oder auch nicht. Wir können uns kein Weibchen aussuchen, oder was? Also wir haben hier einen Allrounder. Alle Fähigkeiten sind ausgeglichen. Jede Eigenschaft kann gleich gesteigert werden. Ich habe nur Allrounder, ne? Na gut, wir nehmen uns mal eine Frau. Ah, oh, die Frisur finde ich gut. Deathmobil. Ah, ist das cool. Ja, Freunde, wir haben ja noch einen Kämpfer, mit dem werden wir das nächste Mal kämpfen und mal gucken, wie weit wir kommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.